Herzlich willkommen zur Männerfeuerkarte auf dem Marsch. Wir machen noch gleich den Rest fertig für Zuckerrüben. Falls wir nacharbeiten. Dann überlege ich mir noch, ob ich noch einen Kredit aufnehme, um ein paar Felder zu kaufen. Denn das wird uns eine Einnahmequelle sein. Dann können wir noch ein bisschen was anbauen. Aber das schauen wir gleich mal. Der muss auch noch runtergehen. Wenn er oben bleibt. Ich muss nur umstellen auf hinten. Vorne wird das nichts. So, die Ecke. Dann sollten die anderen Ecken auch noch gemacht werden. Ja, ich überlege, ob ich für 16 kaufe. Oder die Wiese da oben. Wo ich sagte bei der BGH. Weil alles steht fest, die Lage bringt am meisten Geld. Aber wenn wir Mais machen im Prinzip, also noch ein Maisfeld, dann hätten wir direkt mal mehr die Lage. Wäre aber nicht ganz so sicher. Kartoffeln sind noch drin. Wir haben jetzt praktisch abends 5:30. Also heute wollen wir eh kein Feld mehr anfangen. Weil wir nachts ja bei den Spulen, also schneller fahren. Und beim großen Feld ist das immer nicht so sehr ratsam. Weil nachts geht der Wachstum durch. Meines Wissens. Auch bei Seasons. Zwischen 1 und 3 oder 4 in den Dreh. Habe ich mal so beobachtet. Und wenn jetzt rein theoretisch Felder dann mittendrin sind in der Arbeit, dann hast du halb und das ist nicht so schön. Deswegen ist jetzt die Überlegung, mähen können wir sowieso nicht. Also die Wiese können wir immer noch kaufen. Aber ansonsten, die aber nicht nachher, weil die, naja, macht ja nichts. Es wächst ein bisschen Unkraut, aber denk mal, das können wir, Entschuldigung, vernachlässigen. Und ansonsten, 16 müssten wir in Kursbrett anfahren, auch nur so, wegen Kalk. 56 wäre noch oder die 4. Da fehlt Dünger, ne? Müssen wir auch düngen. Oder wir kaufen die 19. 19 ist zumindest gedüngt und braucht kein Kalk. Denn das wäre ja. Da ist was drin. Was haben wir da eingebaut? Sieht nicht aus. Nee, keine Gerste. Irgendwas. Kartoffeln, wa? Ach nö, das haben wir schon drin. Das können wir nicht leisten. Da unten ist Mais. Aber ich weiß nicht genau, ob das schon gepflanzt wurde. Ich glaube nicht. Uhr wäre nicht schlecht. Da sind Sojabohnen, aber das ist garantiert noch nicht drin. Wird sich sehr gut machen zum oder 52 oder wir warten ab, bis der KI-Bauer aussehen will.
Dann kassieren wir ab für die Aussaat und fürs Düngen. Und dann, wenn es in der Ernte reif ist, kaufen wir es nachher. Denkt mal, sollen wir das machen. Wir werden auch nachher sehen, dass wir die Maschinen herrichten erstmal jetzt. Denn die müssen nämlich gewartet werden. Gewaschen. Denn was gibt's für Missionen theoretisch? Der quatscht immer noch von Flügen und Gruppen. Werden wir schön das sein lassen. Gruppe haben wir aktuell nicht. Und für Flügen, das ist einfach zu viel Arbeit. Da verdienen wir nichts. Da haben wir unseren eigenen Bereich genug zu tun. Da wären wir jetzt blöd, wenn wir jetzt unnötigerweise andere Arbeit aufnacken würden, wo das ja eigentlich Cosplay automatisch macht. Aber wie gesagt, das muss ja jetzt immer alles gemacht werden. Die Schweine müssen noch Futter kriegen, als normal. Und Wasser. Das werden wir gleich machen, wenn wir das Gerät auffüllen. Bin mir nicht ganz sicher, was wir denn machen werden. Aber wie gesagt, ich meine, wenn die Felder, die ich dann haben möchte, als Mission kommen würde, dann würde ich sagen, okay, dann machen wir das mal. Und zwar als, ja, das ist zwar viel, aber man darf auch nicht vergessen, dass das lange dauern wird, das entsprechend zu bewerkstelligen. So, was wollte ich machen jetzt? Ich hab's vergessen. Ja. Weg ist es. Fällt mir gleich wieder ein. Ach, für die Schweine. Die Schweine wollen ja noch Futter haben, ein bisschen Wasser. Hier werden wir entsprechend noch ein bisschen Terraforming machen nachher, wenn alle, wenn man im Prinzip nachher warten müssen nachher auf die Produktion beziehungsweise auf die nächste das Schweinchen. So, kriegen sie ihr Wasser, Futter haben sie auch, jetzt haben sie für 2 Tage was zu fressen da. In meinen Schweine normalerweise könnte man das auch so gestalten, dass die automatisch versorgt werden. Der einzige Problem ist dabei, man soll auch die Tiere ein bisschen Hygiene zukommen lassen, das heißt, dass der Talk auch mal gereinigt wird. Also nur vollautomatisch wird nicht ganz gehen. So, Sonne geht unter. Was machen die Kartoffeln? Der wird noch nicht ganz reichen. Da fahren wir gleich los und holen Nachschub. 80%. Wir holen Nachschub. Das ist sichere. Vielleicht fahre ich die Kurse heute noch ein. Das ist ein bisschen Geduldssache. Aber da muss ich noch üben. Da kann immer wieder passieren, dass ich abbreche und Spiel neu lade und dann im Prinzip von vorne anfange. Das würde ich noch kein zumuten.
Also für mich ist Autodrive komplett neu. Crossplay, das ist kein Problem, das kriege ich hin. Aber Autodrive die Kurs einfahren ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sagen wir so. So, jetzt haben wir Schweine, jetzt haben wir Rinder, also Milchkühe, Schweine für die Zucht. Jetzt müssen wir nur eine Reihe kriegen, dass man die Tiere auch als klein erkennen könnte. Turnt da umher. Und es gibt ja auch Mastrinder, männliche Tiere, Anführungszeichen. Aber die haben alle Euter. Trifft ja so nicht zu. Und ich weiß nicht, ob man Bullen lose im Stall halten könnte. Ich weiß es nicht. Ich kenne das so nicht. Wo ich mal im Stall gearbeitet habe, vor sehr, sehr langer Zeit, als Schüler, da waren die alle angebunden. Ich denke mal auch zu Recht. Weil einer war so aggressiv, der hat immer den Kopf gesenkt. Und wenn er gekonnt hätte, hätte er mich auch aufgespießt. Deswegen bei Rinder, ich weiß nicht, bei Kühen. Ja, die waren los auf der Weide, das ging es eigentlich normalerweise. Wo man sollte auch nicht unterschätzen, dass die Tiere dann auch aggressiv sein können. Ne? Also man unterscheiden muss zwischen einer alten Kuh und einer jungen Kuh. Ne? Also junge Kühe sind unerfahren, die sind, ja, weiß nicht, bisschen anders drauf, sag mal so. Wobei eine ältere Kuh da schon ein bisschen gemächlich herangeht. Ne? Da hat sich alles eingespielt. So, wir haben zweiten Frühlingstag. Bald zu Ende, denke ich mal. Kartoffeln werden wir noch fertig machen. Dann gehen wir auf 30. Das heißt für uns heute nicht mehr. Normalerweise muss man die Folgenzahlen verdoppeln, um vorwärts zu kommen. Deswegen sind auch Tage auch ganz, ganz strikt auf Geschwindigkeit 5. So, das ist düster, mal Lichter machen hier am Traktor. Ja, heute Nacht müsste eigentlich alles keimen, ne? Das sehen wir in einer Woche, beziehungsweise ich sehe es in einer Woche. Für euch ist das so, dass ihr es morgen seht. Aktuell mache ich jeden Tag eine Folge in Nordfriesische Marsch. Und eine Folge irgendwo in Thüringen. Das sind zwei unterschiedliche Karten, beide vierfach jetzt. Die Thüringen-Karte ist ein bisschen, sag mal so, die Felder sind naturmäßiger, gibt es keine quadratischen Felder. Es mag aber sein, dass in der Marsch, ja, das ist das verkehrte Feld. Ein weiter. Dass es für den Marsch wirklich so eine Felder gibt, die quadratisch sind und rechteckig. Das mag sein. Aber mir zu Hause ist zum Beispiel auch so. Ich komme ja aus dem Norden. Da sind die Felder auch nicht rechteckig. Da sind die auch angepasst an der Umgebung. Straßenmäßig oder Feldinsel haben wir auch, also das ist nicht so ganz. So, dann wird er den Kurs alleine finden, nehme ich an.
Einsteller. Erfinder. Ja, und hier sind alles halt. Es ist ja eigentlich helferfreundlich. Wenn man kein Cosplay hätte, wäre ja die Thüringen-Karte alleine sehr schwierig zu spielen. Man müsste die Felder dann den Helfer fahren lassen, um dann mit einer Möglichkeit viel nacharbeiten. Also man muss dann im Prinzip mit zwei Maschinen arbeiten. Einen sofort nacharbeiten und einen im Prinzip Helfer arbeiten lassen in der Mitte. Ist halt so. Aber wir haben ja Cosplay. Ich hoffe ja, dass es zu der neuesten, zu der neuen Version, zu der 21, das vielleicht schon mit drin ist im LS. Also Cosplay ist für Feldarbeiten sehr gut. Ja, und so, den wollte ich noch fertig machen und erstmal wegstellen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht machen wir noch ein paar Missionen. Stellen wir erstmal in der Mitte rein. Würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwo reinfahren wollen. Der eine Traktor ist da, den brauchen wir auch für den Kalk. Vielleicht nehmen wir auch ein paar Kalkmissionen. Da ist der LKW für die. Wir haben noch so viel Arbeit noch. Also mit dem Wald. Könnt ihr auch Sägewerkholz kaufen, ne? Das geht ja auch. Wenn man Paletten hat, ne? Man kann ja auch Paletten verkaufen, also das ist ja nicht, ne? Komm, das machen wir mal. Das heißt hier nicht. Hier. Und zwar. Ne, hier ist auch nicht. Das wäre schon richtig gewesen. Ne. Streng G war es gewesen. Oder Alt G. Müssen wir aussteigen. Ist doof. Streng links G. Sägewerk. So. Holz. Wir kaufen mal ein bisschen Holz für 100.000 ungefähr. Dass er mal arbeitet, ne? Oh, genau 100.000, das passt. Ja, 5% sind das. An. Hackschnauze, Brennerpalette. Ist auch an. Wo kriegen wir jetzt Paletten her? Also Leffler ist klar. Aha. Hätten wir auch leichter haben können, ne? Gut. Jetzt haben wir bestimmt noch ein bisschen Holzproduktion. Weil dann gerade nachts ist es dann interessant, wenn wir dann schneller vorspulen, das kann entsprechend sehr gut dann arbeiten, ne? Blödsinn. Das wäre zumindest am Anfang ein bisschen Verdienst nebenbei. Können Paletten verkaufen. Baumarkt.
ob wir damit Vermögen machen. Wir haben 100.000 ausgegeben. Wir werden ja schauen, was dazu bringt. An Geld. Ob sich das rentiert. Ob wir aus 100.000 dann mal 150.000 machen können. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke. Natürlich geht es morgen weiter. Für mich dauert es noch eine Woche. Gibt es Anregungen, Wünsche oder Anfragen? Einfach reinschreiben in die Kommentare. Ich werde das so schnell wie möglich beantworten. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn ich nicht zu Hause bin, sondern auf Reisen bin. Kommt im Jahr, naja, jetzt haben wir vor, da habe ich zu Hause kein Netz, beziehungsweise ein schlechtes Netz. Das heißt Weihnachten und Sommer eine Woche ungefähr. Ja, ansonsten versuche ich gleich am selben Tag zu antworten. Dann sag ich mal Tschüss und Winke, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.